Wir stehen hier vor Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Es gibt keine einzige Verfassung in der Welt, in der die Menschenrechte zum Zentrum gesetzt worden sind. Die Besonderheit aller Verfassungen ist, dass im Zentrum das Volkswohl steht. Alle Verfassungen der Welt sind so aufgebaut, dass im Zentrum das Volkswohl steht. Das Problem mit dem Volkswohl ist aber, der Hitler hat auch nie was anderes gesagt, als dass es ums Volkswohl geht. Was das Volkswohl, was das ist, wird immer von der herrschenden Oberschicht definiert. Das ist das Problem. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben das sehr wohl gesehen, haben gesagt, das können wir nicht wieder ins Zentrum stellen, sondern wir müssen ins Zentrum stellen, die Würde des Menschen. Im ganzen Grundgesetz kommt das Wort Volkswohl kein einziges Mal vor. Man geht davon aus, dass das Volkswohl entsteht automatisch, wenn die Würde der Menschen geachtet und geschützt wird. Deswegen brauchen wir über das Volkswohl nicht zu reden. Da hat man das Grundgesetz so konzipiert, dass man zuerst das eingesetzt hat, und zwar in einer Form, die ist unglaublich. Ich muss mal sagen, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, das heißt alles, was im Dings ist, im Bundestag gemacht wird, Verwaltung und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Das heißt, das unmittelbar geltende Recht in der Bundesrepublik ist nicht, was unsere Politiker da hervorbringen und für Richter verkünden, sondern das, was hier steht als Grundrecht. Das ist unmittelbar. Das heißt, alle Gesetze, alles, was jemals von irgendeinem Politiker gegangen ist, zusätzlich ausgetragen wird, ist mittelbares Recht. Unmittelbar geltendes Recht ist hier. Es gibt keine Verfassung in der Welt, in der die Menschenrechte zum unmittelbar geltenden Recht erklärt sind und alles andere nur als abgeleitet. Das ist eine Besonderheit. Und dann haben wir hier die ersten 19 Artikel, das sind die Menschenrechtsartikel. Und im Grundgesetz kommt in den ersten 19 Artikeln nicht mal das Wort Bundesrepublik vor. Also wir haben folgendes Luxusproblem, dass die Stele, die wir 2019 hier hingestellt haben, Artikel 20, jetzt bei der Polizei vernichtet werden soll. Die Vernichtung ist schon angeordnet. Der Grund, warum sie uns nicht rausgeben, ist, weil wir es für berechtigt gehalten haben, sie hier hinzustellen. Das ist der Hammer. Weil wir es für berechtigt, und jetzt möchte ich mal sagen, warum wir es für berechtigt gehalten haben, sie hinzustellen. Wir stehen hier vor Artikel 5. Artikel 5 heißt, jeder hat das Recht, seine Meinung zu Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Also, das nennt man die Meinungsfreiheit. Ja, und eine Zensur findet nicht statt. Wäre alles schön, wenn das heute tatsächlich noch stimmen würde. Dann gibt es hier den Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, der gesetzlichen Bestimmung zum Schutz der Jugend und so weiter und so fort. Das heißt, die Meinungsfreiheit hat eine Einschränkung, eine gesetzliche Einschränkung. Man kann gegen die Meinungsfreiheit mit Gesetzen vorgehen, wenn zum Beispiel die Gesetze zum Schutz der Jugend und sowas eingeschränkt werden. Dann gibt es einen Satz 3. Absatz 3. Und der heißt, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Es gibt eine Verhalten, die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Die Kunst ist absolut freigestellt. Das heißt, es gibt Einschränkungen, gesetzliche Einschränkungen nur für die Meinungsfreiheit, nicht für die Kunstfreiheit. Weil hier heißt es, diese Rechte finden ihre Schranken und das kann nur auf oben bezogen werden. Die Kunst ist frei. Und jetzt kommt das unglaublich Interessante an der Geschichte. Die Kunstfreiheit hat zwei Elemente oder zwei Themen. Das eine ist die Werkfreiheit oder wo dieses Kunstwerk hergestellt wird und was es beinhaltet. Das andere ist die Wirkfreiheit, der Wirkbereich. Werkbereich heißt das der Kunst und Wirkbereich. Wirkbereich ist, wo das Kunstwerk sich entfaltet. Beides unterliegt der Kunstfreiheit. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit in diesem Fall. Unsere Stele ist in derselben Größe genau zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes da hinten hingestellt worden, wo sie fehlt. Und hat nur Sinn im Verhältnis zu diesem Kunstwerk hier, weil hier fehlt es. Es sind ja nur die Menschenrechte und die Menschenrechte hier fehlt. An diesem fehlt einfach Artikel 20, die Staatsstruktur, die ausdehnen und das Wort heißt halt Menschenrechte ohne eine aus ihnen entfaltete Staatsstruktur sind ein leeres Versprechen und eine Staatsstruktur ohne Menschenrechte ist eine Diktatur und das Grundgesetz besteht genau aus diesen zwei Artikeln. Die beiden haben Ewigkeitsgültigkeit, alles andere ist verhandelbar. Damit kommt halt, die zwei Artikel machen das Grundgesetz aus und den da hinten nicht hinzustellen, das ist wie Weihnachten feiern im Vatikan
Ochs und Esel und alles hinzustellen und Maria und Kind zu vergessen. So brutal ist das. Und das heißt, dass das Zentrum des, der Artikel 20 ist das Zentrum der Staatsstruktur, eigentlich das Grundgesetz. Der macht das Grundgesetz aus. Das hier sind die Menschenrechte. Und die Verfassung beginnt mit Artikel 20. So, da, wir haben es hier hingestellt und damit gehört das absolut, das heißt, ja, dieses hier erfordert das, was wir gemacht haben, und das, was wir dahingestellt haben, hängt von diesem hier ab, das gehört absolut zusammen. Das heißt, egal wo wir den Artikel hingestellt hätten, der hätte keinen Sinn gemacht. Hier hat er Sinn gemacht zum 70. Geburtstag des, des Grundgesetzes und zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hat es Sinn gemacht. Die Polizei hat es eingesagt und zwar widerrechtlich, weil es gibt kein Gesetz, sie argumentiert immer mit irgendwelchen Gesetzen, welches die Möglichkeit gibt, das zu tun. Und jetzt ist die Vernichtung angeordnet, und zwar deswegen, weil wir es für berechtigt halten, das Kunstwerk hier hingestellt zu haben. Und das ist eine interessante Konstellation, die ungefähr, ich würde mal sagen, ans Dritte Reich erinnert, Kunstfreiheit, Vernichtung der Kunst und so weiter und so fort. Und ich bin total gespannt, was daraus wird. Zum 23.05. werden wir eine Riesensause machen zu dem Thema. Wir haben der Polizei angeboten, das Kunstwerk wieder herzustellen. Wenn die Polizei unberechtigt was wegnimmt, muss sie es auch da wieder hinbringen, wo sie es weggenommen haben, und in den Zustand zurückversetzen. Wir haben ihnen angeboten, es hier hinzustellen zum 23.05., zum 72. Geburtstag. Das ist zufällig auch Pfingstsonntag. Ein wunderschöner Termin, um eine große Feier zu machen. Wir haben gesagt, wir helfen ihnen auch beim Aufbau und feiern damit gemeinsam die Wiederaufrichtung des Grundgesetzes, nachdem es hier abgeschafft worden ist. Und das wäre ein schönes Bild. Dann kam sofort die Anordnung der Vernichtung. Also damit ist die Vernichtung angeordnet worden und ich bin total gespannt, was passiert. Wir machen dann hier natürlich erst richtig Randale. Wir haben schon eine Menge vorbereitet. So viel zum Thema. Ein paar Worte sagen, dem Anlass angemessen, warum wir uns heute zusammengefunden haben. Und zwar, wir haben jetzt den 6. Jahrestag mittlerweile, wo ein internationales Netzwerk, was sich gegen die Militärbasen, speziell natürlich die amerikanischen Militärbasen im Moment, weil die in absoluter Überzahl sind, richtet und dafür eintritt, dass dieses Basenunwesen in den Orkus der Geschichte auf lange Sicht wandert. Und wir wollen unsere Gedanken hier gemeinsam mit den Freunden, die im Moment eine Protestaktion machen an der ERBS Ramstein. Das ist ja bei uns in Deutschland die größte amerikanische Militärbasis, obwohl wir einige davon haben.
aber sogar weltweit die größte Militärbasis. Und wir haben uns hier zusammengefunden, um als solidarischen Akt mit den Freunden in Rammstein, die dort heute einen Fahrradkursus für den Frieden und für die Beseitigung, die perspektivische Beseitigung der Militärbasis durchführen, ein paar Beiträge miteinander uns anhören, die sich um dieses Thema ranken. Wir werden dabei sowohl über Fragen von Menschenrechten reden. Wir werden uns die aktuelle politische Situation einmal genau angucken, die im Moment ja sich, wie es im Kontext der Corona-Pandemie immer gerne heißt, exponentiell zuzuspitzen scheint. Das heißt, die Gefahr, die für den Weltfrieden besteht, nimmt sichtlich zu. Und dann werden wir noch ein paar Worte zum Thema Rammstein uns nochmal vergegenwärtigen, was man dort, wie man dort weiterkommen kann, was man in dem Zusammenhang veranlassen kann. Außerdem werden wir, was eines der Hauptprobleme in Rammstein ist, der internationale Drohnenkrieg, der, sagen wir mal, von der RBS Rammstein ausgeht oder durch die RBS Rammstein erst ermöglicht wird, zu einigen Auswirkungen was hören zum Thema Jemen. Und wir haben diese heutige Veranstaltung der Stopp RBS Rammstein Gruppe Berlin mit der Gruppe, die sich für die Wahrung und Einhaltung der Grundgesetzes, der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland einsetzt, von Ralf Böß, veranstalten wir diese Aktion heute gemeinsam und werden zum Thema Verfassungsrecht auch noch ein paar Worte hören. Ich würde zuerst unserem Freund Micha das Wort geben, dass er uns zum Thema der Zuspitzung der Situation in der Ukraine und im Osten der Ukraine ein paar Worte sagt und seine Gedanken dazu mitteilt. Ja, vielleicht noch mal kurz ein paar Worte zu der Aktion in Rammstein. Heute ist ja der erste internationale Protesttag gegen ausländische Militärbasen. Und aus diesem Grund veranstaltet die Kampagne Stopp Rammstein in Rammstein heute einen Fahrradmarathon um die Airbus Rammstein. Der war ursprünglich geplant als 24-stündiger Marathon um 24-stündige Fahrradfahrt um die Airbus herum. Aufgrund des Lockdowns hat es nicht ganz so geklappt. Jetzt wird bis in die Nacht hineingefahren, bis die Ausgangssperre in Kraft tritt. Und morgen früh geht es dann weiter und um 15 Uhr wird der Fahrradmarathon zu Ende sein. Wir waren verbunden auch über eine Videokonferenz, über ein Zoom-Meeting mit der Gruppe in Rammstein. Leider haben wir es aber nicht geschafft, den Ton auf unseren Lautsprecher zu bekommen. Aber trotzdem haben wir mitgekriegt, in Rammstein läuft die Fahrradaktion sehr gut. Es waren viele Zuschauer am Rand des Fahrradmarathons. Die Bevölkerung, die Leute, die am Rand gestanden haben, haben geklatscht und fanden es toll, die Aktion. Es sind viele Teilnehmer, es ist ein großes Radlerfeld und insofern klappt die Veranstaltung in Rammstein ziemlich gut. Und sie bedanken sich bei uns in Berlin, dass wir sie unterstützen. Und bei anderen Gruppen, zum Beispiel aus Stuttgart haben wir mitgekriegt, gibt es auch eine Veranstaltung, die sich auch mit der Rammstein-Aktion verbunden hat. Ja, und ein konkretes Thema im Augenblick, das uns besondere Sorge macht, ist die Zuspitzung der Spannungen in der Ukraine. Also es gab in der Ukraine einen Friedensprozess, die Anbahnung eines Friedensprozesses im Jahr 2014, 2015, nachdem die USA den Putsch organisiert hat in Kiew und die einige Regionen im Osten der Ukraine sich losgesagt hatten aus dem ukrainischen Staatsverband und teilweise lieber wieder
zu Russland dazugehören wollten, gab es einen Bürgerkrieg in der Ukraine und dann einen Friedensprozess, der moderiert wurde durch die deutsche und die französische Regierung. Es gab ein Abkommen von Minsk, das im Februar 2015 geschlossen wurde und in dem Spielregeln für den Weg zu einer Aussöhnung zwischen den verfeindeten Landesteilen, zwischen der Regierung in Kiew und den Regierungen in Donetsk und in Lugansk, den Volksrepubliken, beschlossen wurden. Die Volksrepubliken halten sich relativ gut an dieses Minsker Abkommen. Die Regierung in Kiew lehnt es seit 2015 schon ab und setzt inzwischen offen auf eine militärische Lösung. Und das wird unterstützt von den Garantiemächten sogar, die sich eigentlich für das Minsker Abkommen einsetzen sollten. Von Frankreich und den USA, die zwar immer noch Lippenbekenntnisse für das Minsker Abkommen ablegen, die sich in Wirklichkeit aber nicht mehr dafür einsetzen und die Regierung in Kiew dabei unterstützen, eine militärische Lösung herbeizuführen. Meinen kleinen Redebeitrag, das ist nicht mein Redebeitrag, sondern das ist der Beitrag, den Rainer Braun veröffentlicht hat, am 14. April auf den Nachdenkseiten. Ich habe ihn ein bisschen gekürzt und daraus so einen Vorlesebeitrag für unsere Kundgebung heute gemacht. Also wir erleben eine massive Verlagerung von Truppen und Kriegsmaterial. Jetzt habe ich den Titel vergessen. Also es geht um den Konflikt in der Ukraine, um die Konfrontationspolitik von USA und NATO und auch Bundesregierung in der Ukraine gegen Russland. Und es stellt sich die Frage, stehen wir vor dem nächsten großen Krieg? Wir erleben eine massive Verlagerung von Truppen und Kriegsmaterial an die Grenze zwischen der Ukraine und Russland sowie an die innere Konfliktlinie zwischen der Ukraine und den Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, die sich für unabhängig erklärt. Die Regierung der Ukraine hat entgegen allen Waffenstillstands- und Rückzugsvereinbarungen ihre Truppen in der Krisenregion auf 90.000 Soldaten erhöht. Die Gegenseite hat höchstens 30.000 Mann unter Waffen. Schwere Artillerie, Raketenwerfer und Drohnen sowie über 100 Panzer wurden in den letzten Monaten in die Region verlagert. Dabei wurde besonders die Truppenstationierung an der Grenze zu Weißrussland ausgebaut. Die ukrainische Armee wurde mit US- und auch mit NATO-Unterstützung massiv modernisiert. Ungefähr 30-40% des Haushaltes der Ukraine fließen in die Rüstung. Das ist absoluter Weltrekord. Der einzige Staat, der annähernd noch in diese Richtung, in diese Größenordnung kommt, ist vielleicht Israel. In Deutschland streben wir das 2%-Ziel an. Die USA geben ungefähr 4-5%, glaube ich, ihres Bruttoinlandsproduktes für Rüstung aus. Die Ukraine kommt auf 30-40% des Haushalts. Bis zu 2000 US-Soldaten werden 2021 vorläufig angeblich, also sie rotieren, weil die ukrainische Verfassung das nicht anders zulässt, in der Ukraine stationiert. Sie werden eingeflogen in die Ukraine über die Airbase Ramstein. Die USA haben die Verlegung von Kriegsschiffen ins Schwarze Meer angekündigt. Es gab dann massive Proteste von russischer Seite, woraufhin die USA auf diese Verlegung von Kriegsschiffen ins Schwarze Meer vorerst, glaube ich, verzichtet haben. Das ist meine letzte Information. Gleichzeitig beginnt 2021 mit Defender 21 das größte Militärmanöver der NATO in Europa. Mit ca. 30.000 Soldatinnen und Soldaten in Südosteuropa und in der Schwarzmeerregion. Defender 21 ist zwar das größte, aber lange nicht das einzige Manöver in dieser Region, das die NATO hier durchführt. Die NATO-Militärstrukturen in Ost- und Zentraleuropa werden derzeit massiv ausgebaut. Der sogenannte Raketenabwehrschirm der NATO
in Polen, Rumänien und Bulgarien ist inzwischen einsatzbereit. Und die Abwehrsysteme können schnell zu Einsatzsystemen für konventionelle und für atomare Raketen umgebaut werden. Dann sind diese Raketen, die dort stationiert sind, an der russischen Grenze Erstschlagswaffen zur Ausschaltung der Zweitschlagskapazitäten des Gegners. Also es sind Waffen, mit denen man Russland bedrohen kann und mit denen möglicherweise sogar ein Erstschlag, eine Enthauptung Russlands möglich wäre. Die Partnerschaft zwischen NATO und Ukraine wird immer enger. NATO-Offiziere trainieren die ukrainische Armee. Neue US-Waffen werden durch die Ukraine angeschafft. Der Präsident der Ukraine erklärt den NATO-Beitritt seines Landes als einzige Möglichkeit, den Konflikt im Donbass zu lösen. Ziel der ukrainischen Regierungspolitik ist es, den Konflikt zu internationalisieren und besonders die NATO noch aktiver in diesen Konflikt zu verwickeln. Warum gibt es diese erneute massive Zuspitzung? Der zentrale Punkt ist der folgende. Die ukrainische Regierung lehnt das Minsker Abkommen ab und setzt auf eine militärische Lösung. Zu diesem Verhalten wird die ukrainische Regierung vom Westen und insbesondere durch die USA und die Bundesregierung ermutigt. Entgegen dem Buchstaben und dem Geist des vom Westen verbal immer noch unterstützten Minsker Abkommens. Die Europäische Union folgt bedingungslos der Konfrontationspolitik der USA und der NATO. Ein aktives Eintreten von Deutschland und Frankreich für die gemeinsam erarbeiteten Ziele von Minsk ist nicht zu erkennen. Stattdessen findet eine kampagnenhafte und primitive Verurteilung Russlands statt. Es ist wahnwitzig, wenn die NATO und die Bundesregierung immer wieder von Angriffsplänen Russlands gegenüber dem Westen sprechen. Allein die Militärausgaben von 1,1 Billionen Dollar in der NATO zu 65 Milliarden Dollar in Russland zeigen den Irrsinn einer solchen Behauptung. Die Gründe für das kriegstreibende Verhalten der NATO und besonders der USA sind: Die Ukraine ist bankrott, verarmt und ausgeplündert. Sie ist völlig von westlichen Geldgebern abhängig. Die vom Westen geforderten neoliberalen Reformen in der Ukraine ließen die Bevölkerung verarmen und zerstörten die Landwirtschaft. Die Korruption in der Ukraine wuchs ins Gigantische. Das alles kann nur aufrechterhalten werden, wenn es einen äußeren Feind gibt, auf den alle aggressive Rhetorik gelenkt werden kann. Und das ist in dem Fall eben Russland. Krieg als Systemstabilisierung eines bankrotten Systems ist historisch nicht neu. Die Menschen sollen nationalistisch in den Krieg taumeln und nicht gegen die eigene soziale Verelendung aufbegehren. Es bleibt dabei, was schon Brzezinski und Kissinger immer wieder geschrieben haben. Wer Russland entscheidend schwächen will, muss eine Loslösung und Feindschaft des immer politisch und geistig geteilten Landes Ukraine von Russland erreichen. Hier lässt sich die Schwächung Russlands und seine Einkreisung entscheidend vorantreiben. Die Verantwortung für die jetzige Situation liegt bei der NATO und der USA, aber auch bei Deutschland. Die NATO-Politik ist Konfrontationspolitik, die durch die Unterstützung der aggressiven Kreise in der Ukraine kriegerische Auseinandersetzungen billigend in Kauf nimmt. Die Dynamik des Konflikts treibt eindeutig und mit großer Geschwindigkeit zum Krieg. Ob dieser ein regionales Scharmützel bleibt, ist angesichts der Konfrontationspolitik der NATO und der wahrscheinlichen Reaktionen Russlands durchaus unwahrscheinlich. Es droht ein Krieg in Europa. Was ist jetzt notwendig? Die Friedensbewegung ist gefordert, aufzuklären und mit Aktionen für Frieden, Abrüstung in der Region, für Dialog und eine politische Lösung aktiv einzugreifen. Eine europäische Friedensordnung, die Russland einbezieht, auf der Basis der Politik der gemeinsamen Sicherheit. Dies ist die Alternative zu Krieg und Konfrontation. Als ersten Schritt sollte es ein Zurück zur Diplomatie geben.
Erforderlich wäre angesichts der drohenden Eskalation, dass die Bundesregierung ihre diplomatischen Anstrengungen für eine schnelle Deeskalation verstärkt und einer weiteren Zuspitzung im Verhältnis zwischen NATO und Russland entgegenwirkt. Deutschland darf nicht noch mehr zum zentralen Aufmarschgebiet der NATO über Rammstein, über Büchel und über Ulm werden. Deutschland darf nicht zur Entwicklung einer Drohkulisse gegen Russland beitragen. Eine Politik der gemeinsamen Sicherheit ist dringend erforderlich. Ja, das war der Beitrag von Rainer Braun in den Nachdenkzeiten vor etwa 2 Wochen. Wir machen die Aktion heute ja zusammen mit Ralf Böß und Steffi Burg, die sich einsetzen dafür, dass das Grundgesetz auch tatsächlich nicht nur als Papier auf Papier steht, sondern auch eingehalten wird. Und wir stehen hier vor einem Kunstwerk, Grundgesetz 49, das Dani Karavan aus Anlass des Umzugs des Bundestages, glaube ich, nach Berlin hier aufgestellt hat am Jakob-Kaiser-Haus. Hier sind 19 Grundgesetzartikel, die ersten 19 Grundgesetzartikel, die sich mit den Grundrechten befassen, aufgeführt. Es fehlt der 20. Artikel, der nämlich den deutschen Staat an die Grundrechte und die Menschenrechte bindet. So hat mir Ralf das erklärt. Ich verstehe nicht so viel von juristischen Fragen. Und insofern haben unsere Aktionen, die Aktion in Rammstein und Stopp Rammstein und die Aktion von Ralf und Steffi, einen gemeinsamen Hintergrund, eine gemeinsame Grundlage. Wir fordern, dass das Grundgesetz auch eingehalten wird. Das Grundgesetz bindet die Politik der Bundesrepublik Deutschland an das Völkerrecht. Gleichzeitig finden über die Airbase Rammstein und andere Militärbasen, US-Militärbasen in Deutschland, völkerrechtswidrige Kriege statt. Gleichzeitig werden über die amerikanischen Militärbasen Kriege im Nahen Osten, im Mittleren Osten, in Nordafrika mit Waffen, mit Material und mit amerikanischen Soldaten versorgt. Also die Kriege, die die USA in diesen Weltregionen führen, wären ohne die Militärbasis Rammstein überhaupt nicht möglich. Das heißt, von Deutschland geht Krieg aus heute. Das möchten wir klar machen mit unserer Aktion heute. Und gegen welche Menschenrechte diese Kriege, die hier über Deutschland, von Deutschland aus geführt werden, verstoßen, das möchte uns Dora erklären, die jetzt gleich an der Reihe ist. Kann man Ralf vielleicht vornehmen, weil die weg muss? Wir werden gleich abgucken. Achso, okay. Ralf, geh du ran. Entschuldigung, also da war jetzt ein Fehler in der Reihenfolge. Jetzt kommt erstmal Ralf Böß, der nochmal die Aktion zum Grundgesetz erklärt. Ja. Also das Erste. Bitte ein bisschen näher kommen. Das Erste, was zu sagen ist, wie unendlich dankbar ich bin, dass dieses brennende Thema, wie unsere Bundesregierung gewissermaßen in amerikanische Kriegsführungspolitik sich einbinden lässt, anstatt einen eigenen Standpunkt wahrzunehmen, den sie ja vorher hatte, als sie die Entspannungspolitik gemacht hat, wie sie sich da einbinden lässt, dass das immer wieder durch Rammstein, durch die Aktionen in Rammstein ins Licht kommt. Und das unglaubliche Unrecht, was da passiert, ist gemessen an der Verfassung, dass das immer wieder auf den Tisch kommt. Ich möchte das nur mal vorlesen, wie das tatsächlich heißt. Im Grundgesetz Artikel 1 heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das muss man sich reinziehen lassen, worum es geht, um die Würde des Menschen. Es gibt keine andere Verpflichtung, die der Bundestag oder irgendwelche Politiker in Deutschland in Wirklichkeit zu betreiben haben, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalten. Der zweite Satz heißt, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit
in der Welt. Also wenn die deutsche Politik in der Welt eine Rolle zu spielen hat, ist das ausschließlich die Rolle, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen und nicht im Sinne amerikanischer Vorstellungen Kriegspolitik in irgendeiner Weise zu machen. Damit steht, das steht die Regierung außerhalb des Grundgesetzes. Wir haben das Problem, insgesamt das Problem, dass sich die Regierung schon lange nicht mehr, und zwar ungefähr seit 2000, das ist nicht erst die jetzige Regierung, sondern auch die vorige, nicht mehr ans Grundgesetz hält. Das Grundgesetz wird abgeschafft. Es wird nicht abgeschafft in dem äußeren Sinne, es wird übergangen am laufenden Bande. Und wir haben nicht mehr, wir haben das Problem, wie wir die Politiker an das Grundgesetz wieder binden. Und ich möchte hier nur eine ganz kurze Idee in diesem Zusammenhang erzählen. Das Grundgesetz ist keine Verfassung, das wissen wir vielleicht. Viele wissen es nicht. Für unsere Politiker und für sämtliche Richter, auch im Bundesverfassungsgericht, hat das Grundgesetz die Verfassung zu sein. Es wurde 1949 eingerichtet unter der Ägide, unter der Macht der Alliierten. Und die verfasste Gewalt ist so eingerichtet, dass für sie das Grundgesetz die Verfassung ist. Das ist wichtig. Was nicht der Fall ist, dass das deutsche Volk sich jemals in Form einer Abstimmung für dieses Grundgesetz eingesetzt hat. Das heißt, es ist immer so gelaufen, dass es das Grundgesetz, die Verfassung sei oder nicht. Bis 1989 war es ganz klar, dass es nicht als Verfassung anerkannt ist, sondern dass das Grundgesetz und Verfassung zwei Dinge sind und dass auf jeden Fall eine Abstimmung stattzufinden hat. Deswegen heißt der letzte, deswegen steht vorne auf dem Grundgesetz, steht nicht Grundgesetz der Bundesrepublik, sondern Grundgesetz für die Bundesrepublik. Da sieht man, es ist gegeben. Und der letzte Artikel im Grundgesetz heißt, dieses Grundgesetz, das ist Artikel 146, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Damit ist der Rahmen des Grundgesetzes gesetzt. Und wir machen jetzt, um endlich dafür Sorge zu tragen oder um endlich die Mittel in die Hand zu bekommen, dass die Politik sich ans Grundgesetz hält, folgende Abstimmung. Die Abstimmung läuft im Internet, jeder kann sie unterschreiben. Die heißt: Erstens, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Das heißt, die Abstimmung, die 1949 nicht stattfinden konnte, aus historischen Gründen, endlich nachzuholen, damit sich das Volk selber zum Grundgesetz bekennt. Also ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Der zweite Satz heißt, ich stimme zu, dass das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Wir brauchen ein Recht mitzubestimmen, was unser Militär macht, am Hindukusch, ob wir Speerspitze sein wollen gegen die Russen, wie wir uns die EU vorstellen, aus allen wichtigen Entscheidungen ist das Volk rausgehalten. Das macht die Politik unter sich und sogar gegen das Volk. Frau Merkel war vollständig bewusst, dass in der Form, wie wir am Hindukusch mitmachen und in der Form, wie wir uns zur Speerspitze Russlands machen lassen, dass 80% des Volkes dagegen sind. USA meint gegen die Speerspitze der USA. Speerspitze gegen Russland. Ach, gegen. Speerspitze gegen Russland. Habe ich was Falsches gesagt? Jedenfalls, das ist die Geschichte. Also, erste Frage heißt, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung zu erheben. Der zweite heißt, ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und der dritte heißt, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Wenn diese drei Dinge beschlossen sind, die Abstimmung läuft jetzt im Internet und zwar auf der Webseite unsere-verfassung.de. Kann jeder sie unterschreiben. Wenn genügend Stimmen zusammengekommen sind, sind wir der Souverän im Staat. Das heißt, es sind vollständig die Gesetze der Volksabstimmung mit abgeschlossen in diesem Moment. Das muss man sich auf der Webseite anschauen. Da haben diese Leute keine Möglichkeit mehr. Und was Zweites gilt, in dem Moment sind wir
Ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Wenn das beschlossen ist, sind wir der Souverän über die Verfassung. Das heißt, wir können dann eine verfassungsklärende Versammlung machen. Das heißt, wir erheben das Grundgesetz zur Verfassung so, wie es ist, egal was drin steht. Da könnten noch viel schlimmere Sachen drinstehen, als inzwischen rein moduliert worden sind von Leuten, die ich absolut als Verfassungsfeinde betrachte. Wir erheben es trotzdem zur Verfassung, weil danach gibt es eine verfassungsklärende Versammlung. Und da wird das ganze Ding auf den Prüfstand gebracht, und zwar im Sinne der Veranlagung des Grundgesetzes, die unglaublich positiv ist, zu klären und weiterzubilden, wo es notwendig ist. Darauf kommt es an. Und deswegen kann ich jeden nur bitten, sich die Seite anzugucken, unsere-verfassung.de, und die Abstimmung mit zu vollziehen. Ich danke für das Interesse. Es ist wichtig, dass wir dieser Politik gegenüber das Heft in die Hand bekommen. Diese Politik ist von außen gesteuert, in einem Maßstab, nicht nur von den Amerikanern, auch von den Geldmärkten, in einem Maßstab, der unglaublich ist. Soweit zum Thema. Danke für eure Aufmerksamkeit. Jetzt kommt unser Auto, wir werden jetzt abgeholt. Der Chauffeur kommt. Das war ein großartiger Beitrag, Ralf, und der hat die Problematik, dass wir uns, sagen wir mal, gesetzeskonform, gesetzesgerecht bewegen, in einen größeren Zusammenhang gestellt. Es ist also sehr wohl relevant, dass das Volk die Option bekommt, über grundsätzliche Entscheidungen, die in einer Gesellschaft, in einem Staatswesen stattfinden, beteiligt zu werden. Ich würde jetzt das Wort an Dora weitergeben und auch noch ein paar zu Rechtsfragen was zu sagen. So, ich stehe heute hier, weil ich es nie ertragen habe und ich werde es auch nie tun, dass unsere Brüder und Schwestern, egal wo sie wohnen, wo sie leben, umkommen oder getötet werden, weil Kriege in der Welt aktiv laufen. Und da sie Teil unserer Menschheitsfamilie sind und Mitglieder dieser Familie, als Mitglieder dieser Familie dastehen und leiden, werde ich das nie ertragen können und ihre Rechte werden jeden Tag in den Schlamm gezogen, immer weiter tiefer und weiter runter. Und diese Rechte stellen doch die Menschenrechte dar. Diese Menschenrechte werden oft vergessen und damit knüpfe ich mich ein bisschen an das Thema von Ralf. Er hat ja die Verfassung, Grundgesetz erwähnt und ich möchte einige Menschenrechte auffrischen, vorlesen, die am meisten durch Krieg verletzt werden. Es werden 9 Artikel sein, also Artikel 1, Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen. Artikel Nummer 2. Verbot der Diskriminierung. Jeder Mensch hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa aufgrund rassistischer Zuschreibungen nach Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politische oder sonstige Anschauung, nationale oder soziale Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden aufgrund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder des Gebiets, dem eine Person angehört, gleichgültig, ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.
Artikel Nummer 3. Recht auf Leben und Freiheit. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Artikel Nummer 4. Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten. Artikel Nummer 5. Verbot der Folter. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Artikel Nummer 6. Anerkennung als Rechtsperson. Jeder Mensch hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. Artikel Nummer 9. Schutz vor Verhaftung und Ausweisung. Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden. Artikel Nummer 12. Freiheitssphäre des Einzelnen. Niemand darf willkürlichen Eingriffen in das eigene Privatleben, die eigene Familie, die eigene Wohnung und den eigenen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen der eigenen Ehre und des eigenen Rufes ausgesetzt werden. Jeder Mensch hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. Artikel Nummer 22. Recht auf soziale Sicherheit. Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für die eigene Würde und die freie Entwicklung der eigenen Persönlichkeit unentbehrlich sind. Artikel Nummer 25. Recht auf Wohlfahrt. Jeder Mensch hat das Recht auf einen Lebensstandard, der Gesundheit und Wohl für sich selbst und die eigene Familie gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust der eigenen Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz. Und das war der letzte Artikel, wollte ich auffrischen. Ja, halten wir uns daran. Zu den Auswirkungen, die die RBS Rammstein, die ja praktisch die Schaltzentrale für den weltweiten, kann man durchaus sagen, Drohnenkrieg ist, über die speziellen Auswirkungen in Nordafrika, speziell im Fall Jemen, wird uns auch was sagen. Ja, hallo, liebe Freunde, liebe Gäste, schön, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Zuschauern an den Bildschirmen im Livestream über Facebook. Und mein Name ist Matthias, ich bin der Gründer der Friedensinitiative Stop the War in Jemen. Und vielen Dank an Dora, dass wir
hier gerade nochmal über die Menschenrechte so intensiv reden durften und nochmal alles in Erinnerung bringen konnten. Und natürlich auch vielen herzlichen Dank an Ralf Böß, der nochmal zum Artikel 20 und Artikel 5 und Artikel 1 Grundgesetz hingewiesen hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und die Würde des Menschen, damit ist nicht damit gemeint, dass die Würde des Menschen hier, der Menschen hier in Deutschland unantastbar ist. Dass die Würde der Menschen in den Vereinigten Staaten unantastbar ist. Dass die Würde der Menschen unantastbar ist in den ganzen NATO-Staaten. Natürlich ist die Würde auch dieser Menschen unantastbar, genauso wie die Würde der Menschen im Jemen unantastbar ist, genauso wie die Würde der Menschen in Syrien, in Afghanistan, in Irak unantastbar ist, aber unter anderem diese Bundesregierung, die tut alles dafür, dass die Würde jeden Tag aufs Neue verletzt wird mit ihren Scheißkriege, mit ihren Scheiß Airbase Rammstein, wo die US-Amerikaner jeden Tag die Würde des Menschen mit Füßen treten. Und jeden Tag werden in den genannten Ländern, ob das in Syrien, in Irak, in Afghanistan und im Jemen ist, die Menschenrechte, die Menschenwürde gebrochen. Jeden Tag werden Kriegsverbrechen begangen. Jeden Tag passiert dort Völkermord. Jeden Tag werden dort Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Und das mit Zustimmung, mit Unterstützung, mit Toleranz dieser Bundesregierung. Und das bedeutet nichts anderes, dass dieses Land nach 70 Jahren, nach mehr als 70 Jahren Kriegsverbrechen, Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, heute wieder von Kriegsverbrechen regiert wird. Und damit muss Schluss sein. Und deswegen fordere ich die Bundesregierung hiermit auf, ganz deutlich, klar und zuverlässig, alle Rüstungsexporte an kriegführende Nationen zu beenden. Stellen Sie sofort die Unterstützung der kriegstreibenden Nationen dieser Welt ein. Ob das die übelsten Kriegsverbrecher-Nationen von Bin Salman, den Khashoggi-Mörder ist, oder diese NATO-Diktatur, die die ganze Welt in Unheil stürzen möchte. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit für die Welt, Freiheit für den Jemen, Freiheit für alle Menschen auf dieser Welt. Vielen Dank. Tausend Lichter für den Frieden. Tausend Lichter gegen Gewalt. Tausend Lichter, lass uns mehr lieben. Tausend Lichter, Lichter.